mein Name ist Lile Gürsoy, ich bin Herzchirurgin und Kunstherzspezialistin. Ich habe jetzt hier meine Privatpraxis in Düsseldorf und bin Chefärztin der Privatklinik Klinik Belletage, ebenfalls in Düsseldorf, und freue mich heute hier zu sein. Mein Name ist Dorothee Heintl, ich bin die Menti gewesen von Lilek. Ich bin hier in Düsseldorf beim Bau- und Liegenschaftsbetrieb und seit letztem Jahr die Geschäftsbereichsleiterin für Finanz- und Rechnungswesen. Du hast mich total inspiriert und hast mir eigentlich auch gezeigt, dass es überall, egal in welcher Branche, die gleichen Probleme zwischen Frauen und Männern gibt und dass wir Frauen mutig sein müssen und auf den Tisch schauen, dass wir was können und was wir wollen und das klar äußern. Und das, du hast mir den Blick geweitet und das fand ich total klasse und die offene und ehrliche Art fand ich mega. Also als wir das erste Mal zusammenkamen im Mentorenprogramm, mit Mentoren, ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie das abläuft. Aber ich habe mir gedacht, wovon kann meine Mentee denn am meisten profitieren? Und das ist mein Netzwerk, das ich mir irgendwie aufgebaut hatte, per Zufall. Und es war für mich selbstverständlich, dass du davon auch profitierst. Und nach unserem ersten Gespräch, das wir dann hatten, ne, war dann Politik sofort ein Thema in deiner Branche. Und dann habe ich mich so rum überlegt, mein Netzwerk aktiviert und dann hatten wir dann unser bekanntes und hoffentlich gutes Gespräch mit dem Finanzminister. Du hast mich ermutigt und dann habe ich einen Termin mit meinem Chef gemacht und habe gesagt, was ich will und habe auch klare Bedingungen daran geknüpft. Und war sehr klar und deutlich und habe auch gesagt, dass ich das kann. Das war das, was I Will und das Mentoring-Programm ausgemacht hat. Also ich bin zur Einheitsbotschafterin von Herrn Laschet persönlich geführt worden tatsächlich. Ich darf das Land NRW vertreten bei den Fertigkeiten zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober in Halle. Und ich vertrete die Nation quasi als jemand, der diese Chancen genutzt hat, die dieses Land einem bietet, und vertrete das insofern, dass ich auch eine Vielfalt darstelle, zu der ich ja auch gehöre, dass dieses Land offen ist, und darf dann halt mit Herrn Professor Dinter in Halle dann unser Land vertreten. Und ich habe aber auch hier gemerkt, dass gerade dieses Netzwerk, was ich mir aufgebaut habe in der ganzen Zeit, eigentlich für meine medizinischen Zwecke irgendwo hingebracht hat, was ich mir selber nie erträumt hätte. Und aber auch in deiner Branche habe ich hier gemerkt, ne, wir müssen diese politischen Beziehungen einfach nutzen. Es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Wir geben dem Land etwas und dürfen aber auch vielleicht ein Stückchen weit für unsere Projekte und für unser Weiterkommen nehmen, und das habe ich dann auch gelernt und habe es dann versucht, dann dir zu übertragen, und es hat ja sehr gut geklappt. Super geklappt.